Ich habe noch nicht aufgegeben, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge Snowboard Kids. Ihr habt es in der letzten Folge ja gesehen, wie arschknapp es war. Und darauf möchte ich aufbauen. Vielleicht habe ich es ja jetzt doch nochmal einen Sieg herauszufahren, weil bis zur letzten Kurve Erster zu sein und dann, weil ich im Sprung meinen Unsichtbarkeitsboard nicht auspacken konnte, noch eine Bratpfanne auf den Kopf zu kriegen, ist halt ungeil. Dennoch, nicht rumheulen, ready? Nicht rummeckern, was eh passieren wird. Und drauf aufbauen. Go! Mal wieder mit Linda arrangieren, die ja leider nicht so eine tolle Steuerung hat. Oh, wow. Ich krieg direkt am Anfang wieder ein Item ab. Das wird langsam zur Tradition hier in dem Spiel. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Ich wette, Shinobi macht sich hier unsichtbar. Nein, macht er nicht. Ah. Ja, ich bin Zweiter. Aber es sind immer noch 8 Runden zu fahren. Das heißt, der zweite Platz ist erstmal uninteressant. Geld einsammeln. Sehr schön. Bomben will ich nicht. Ich bin mit dem Speeder hier. Noch so ein Ding? Ah, und diesmal von Shinobi höchstpersönlich. Ah, wer hätte das gedacht? Ach komm! Ernsthaft? Wie viel Pech muss man denn bitte haben, ey? Naja, nicht aufgeben. Ja. Wichtig ist, dass Flash, vielleicht auch Nancy mit Geistern dem Shinobi ein bisschen Druck machen. Und da habe ich schon den ersten Geist gehört. Danke Slash, wie in der letzten Folge. Ach ja, gleich die Stelle auch noch. Wirst du wieder unsichtbar? Ja, natürlich wirst du wieder unsichtbar, Kollege. Und er wird wieder unsichtbar. Ach, langsam ist es doch verarsche. Komm! Den Speed aufbauen kann, oder? Sehr, sehr uncool. Alter. Warum hat mein Controller jetzt gerade nicht reagiert? Ah. Komm schon, Slash, bleib mal dran an Shinobi. Ich komme nämlich nicht hinterher. Wird eh wahrscheinlich nur Slash treffen, genau. Und Shinobi hat schon eine halbe Runde Vorsprung. Ich wollte schon sagen, eine ganze halbe Runde. Okay, also jetzt erstmal ein Geist auf den Sack, wenn er oben ist. Ja, jetzt haue ich ihn raus. Und den zweiten Geist direkt hinterher. Groß. Aber ich spiele alles, um ihn aufzuhalten. Außer das rote Item einsammeln. Das kriege ich mal wieder nicht. Und noch ein Geist. Wow. Slash, nicht auf mich schießen. Ey, ist gut. Mach mich jetzt mal unsichtbar, falls er noch einen dritten Angriff startet. Der gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ja, da war der dritte Angriff. Ah, natürlich ist der nicht in den Stein geknallt, dafür war der Winkel zu blöd. Dafür knall ich da gleich wieder rein.
Stimmt, weil es mein Stammwinkel ist. Warum darf ich nicht sterben? Ja, er macht sich unsichtbar. Immerhin habe ich ihm das weggenommen. Unter Druck setzen mit Items. Das ist das Beste, was man machen kann. Alter, wieder unsichtbar, obwohl er auch gar kein Item eingesammelt. Ach doch, der ist ja ganz unsichtbar, der ist hochgeflogen. Ja, umso besser. Ja, die Bombe trifft vielleicht nicht, aber nicht weiter schlimm. Dann lass mich vorher da ankommen. Natürlich, Shinobi hat wieder eine Bratpfanne rausgeholt. Uiuiui. Runde 7 von 8, von 9. Von 8, das wäre schön. Oder auch nicht, je nachdem wie es gleich am Ende der Runde aussieht. Komm vor, Verteidigung. Ich hab Verteidigung, sehr schön. Und bitte nicht wieder in der Luft eine Pfanne auf den Kopf kriegen. Und nicht das Ding hier einsammeln. Oh Mann. Ah, jetzt habe ich schon wieder ausgeflext, das Ding eingesammelt. Nein. Dranbleiben, Runde 8 von 9 jetzt. Mein Geist. Boah, ich ein Felsen, ein Stein, Felsen. Immerhin Shinobi getroffen. Komm schon, Slash, hol ihn dir. Wenn du dran bleibst, kann ich auch dran bleiben. Schönen Geist auf den Sack halten hier. Er macht sich unsichtbar, ich glaub's nicht. Hallo? Wie uncool ist das denn gerade gewesen? Treffe ihn, nicht mich selbst. Bleib dran! Noch ist nicht aller Tage Abend. Immerhin Shinobi getroffen. Wow, nein. Ja, und Slash gewinnt das Rennen. Und ich werde wieder nur Dritter. Kämpft sich die ganze Zeit nach vorne und wird nicht belohnt. Ah. Und nochmal probieren. Müsste mittlerweile die 17. Folge, glaube ich, sein. Na klar. Das ist nicht cool. Ah, komm bleiben. Das ist auch nicht fair, würde ich sagen.
Konzentration weiter. Immer wieder motivieren, immer wieder selbst motivieren. Nur immerhin Shinobi getroffen. Diesmal nicht. Oh, direkt dahinter rein. Sehr schön. Abstände sind ziemlich gleich hinter Shinobi und Slash hinter mir. Nancy ist im Prinzip chancenlos. Gerne ich sie auch ab. Aber sie ist tatsächlich einfach chancenlos. Jawohl, Shinobi hat einen Geist. Er macht sich unsichtbar. Er macht sich wieder unsichtbar. So, die Pfanne muss ich raushauen, um an Shinobi dranbleiben zu können. Weil Slash ist erstmal, in zweiter Reihe. Shinobi ist wichtig, immer Shinobi hinter dir lassen. Auch wenn Slash eben gewonnen hat, natürlich, aber das ist ja nicht die Regel. Geist, dagegen hilft dir auch deine Unsichtbarkeitskacke nicht. Oh, ja. Geht jetzt auch einer? Nein. Ah, komm. Wie dreckig ist der auch noch lacht, der Penner. Boah. Sind wir zum Thema Nancy hat keine Chance mehr, die holt mich ja gleich ein. Ach Mann, treff ihn doch mal. Die Kurve gar nicht bekommen. Dankeschön, Slash, wieder an der gleichen Stelle. Hör mal auf mich zu schießen. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und der ist Shinobi. Ah, wow, es kickt. Oh, kickt mich nur die Schubserhand ab. Und auch ein Geist. Mach es ab, Shinobi. Wenn du oben bist, kriegst du den nächsten Geist ab. Runde 6 von 9. Aber Shinobi hat schon wieder einen großen Vorsprung. Der zumindest mit hier Linda nicht uneinholbar ist. Vor allem wenn Slash auch noch mithilft. Das allen Anschein hat. Oh, jetzt krieg ich. Natürlich ist der nicht getroffen worden. Warum auch? Wir brauchen ja keine Fairness hier im Spiel. So. Mit deinem blöden Fallschirm-Flash. Schieß doch auf Shinobi, nicht auf mich, Mann. So, Runde 7 von 9. Ah, da habe ich ihn zu früh eingesetzt. Was geht eigentlich? Beste draus gemacht aus meinem Fell. Na, da vorne ist er ja. Schon.
der einfach schon wieder zwei Kurven vor mir ist, der Kerl. Unglaublich. Einfach unglaublich. Komm. Als Dritter jetzt in die vorletzte Runde zu gehen, ist auch nicht ideal. Dankeschön, Slash. Auch wenn ich immer noch ein bisschen böse bin. Ich krieg einfach keinen Fallschirm jetzt. Und zweiter. Letzte Runde, Leute. Drückt mir die Daumen. Ich will es endlich schaffen. Nur mit Slash so weit hinten ist es natürlich nicht ganz so ideal. Jetzt kriegt die Kurve hier wieder nicht. Und das in der letzten Runde. Dann gib mir einen Geist. Alles tun. Stein, ernsthaft. Das war's. Wieder nicht gewonnen. Es ermüdet mich. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ermüdet mich einfach. Was könnte ich denn noch besser machen? Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich jetzt noch ein schnelleres Board nehme, was wiederum schlechtere Kurvenlage hat, dann habe ich ja wieder den Nachteil. Einzige, was ich machen kann... Nein, lass mal das. Leute, vielleicht ist es jetzt diesmal wirklich das Finale. Ich kann es noch nicht bestätigen. Aber bis hierhin, vielen lieben Dank fürs Reinschauen, vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn nicht in diesem, dann in einem anderen Let's Play. Ciao.